Ja, 15:07, 2.12. Ich könnte gerade kotzen. Ich finde einfach die Frankfurter Rundschau einfach echt mal wieder widerlich, was sie hier schreiben gelassen hat. Und ja, insgesamt der ganze Journalismus, also gerade online, ist also es geht auch. Es wirkt tatsächlich häufig so, als wenn sie absichtlich irgendwie alles negativ und schlecht darstellen. Und ich find's einfach, fand das die Stelle einfach widerlich. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, 7 Minuten, mache das vielleicht später weiter. Das kann ich so nicht stehen lassen. Betroffene Perspektive mit einer nicht betroffenen Perspektive vermittelt und dann der Autor schlussfolgert dann böswillig rein, dass Täter und Opfer miteinander sprechen sollen. Aber nicht Betroffene sind ja nicht unbedingt Täter. Nicht-Betroffene können auch Menschen sein, die weder Opfer sind und noch Täter. Und dann kommt hier diese Frage: Ist das hier ernst, Frau Vlaspöhler? Einfach so dieses Pampige. Und jetzt möchte ich mal einmal klarstellen: In dieser Gesellschaft, was ich hier wahrnehme und erlebe, ob das jetzt bei den Arbeitsverhältnissen ist, in der Arbeitsumgebung oder auch in der Schule, wenn ich die ganzen Kinder sehe, das ist wahrscheinlich von den Erwachsenen übertragen, auch von ihrem Verhalten, wie sie sich auf Facebook niedermachen. Also wenn ich die Schüler und die Kinder oft sehe, da steckt so viel Mobbing drin bei den Menschen und Ausgrenzung und wenn irgendjemand irgendwie ein bisschen anders ist, stürzen sich die Menschen drauf und das ist eine absolute ja, Schande, finde ich. Jetzt habe ich, will ich den Bildschirm umswitchen. Shit. Ja, genau hier. Das geht um diesen Artikel Frankfurter Rundschau, geschrieben von, wo haben wir, Herr Mirko Schmid. Ich habe ja letztens schon mal die Frankfurter Rundschau kritisiert, das war eigentlich ähnliches Spiel. Also das, was Jan-Josef Liefers kritisiert hat an den Medien, genau das haben die Medien in der Frankfurter Rundschau im Prinzip mit ihm halt gemacht. Also das, was sie kritisieren, schlechte darstellen und das wird dann hier von der Autorin halt ja vorgeführt. Also es ist wie Beispiel, es ist ähnlich wie wenn jetzt jemand sagt, die Medien schlagen Menschen und dann schlagen die Medien Menschen und ja führen genau das vor, was ihnen vorgeworfen wurde. Also das ist, finde ich, einfach auch widerlich. Also dass das so und hier dieser Artikel ist überhaupt nicht wertschätzend verfasst. Ja, warum wechselt es immer hin und her? Ist überhaupt nicht wertschätzend verfasst und Richard David Precht wird passive Aggressivität reingeschoben und dann Selbstmitleid. Es wird halt sehr viel Schwäche reingemacht. Wir leben in einer Gesellschaft der Härte und der Coolness. Das sagt auch Harald. Ich habe gerade, wie ist er denn noch? Harald. Kann ich empfehlen, will ich später noch weitergucken. Das ist ein sehr sympathischer Psychiater und die Macht der Kränkung, genau, Harald. Die Macht der Kränkung, so heißt es. Ja, ich weiß auch nicht, warum das hier immer hin und her switcht. Die Macht der Kränkung, Reinhard Haller, genau. Gibt es auf YouTube auch ein Video zu. Und ja, da spricht er auch sehr viel einfach von Kränkung und Mobbing an und dass in unserer Gesellschaft halt einfach Coolness vorherrscht und dass man sich nichts anmerken lässt. Ich bin der Meinung, die Menschen sind nicht irgendwie wirklich sensibel heute oder sensibilisiert, sondern stattdessen, hier, es kam diese Frage auf, hat unsere gesteigerte Sensibilität ihre Kehrseite in einer erhöhten Reizbarkeit? Die erhöhte Reizbarkeit kommt, glaube ich, erstmal durch den Stress hauptsächlich her, dass die Menschen gestresst sind durch die Arbeitsbedingungen, dass immer halt immer mehr und schneller geschafft werden muss. Reizbarkeit auch durch gefühlte Ungerechtigkeit, ein Ungerechtigkeitsgefühl, dadurch kommt auch Reizbarkeit zustande. Böses Menschenbild, die Reizbarkeit kommt nicht durch gesteigerte Sensibilität, meiner Meinung nach. Die Menschen sind, finde ich, nicht wirklich sensibel. Was aber stattdessen da ist, ist halt einfach sehr viel Respektlosigkeit. Also, ja, also sensibel auf der einen Seite.
Also wir haben, finde ich, auf jeden Fall wenig Sensibilität in der Gesellschaft, meiner Wahrnehmung nach, sondern dafür sehr viel Respektlosigkeit, einen rauen Ton, keine richtige, nicht viel Wertschätzung, sehr viel Beleidigung, Abwertung. Meiner Meinung nach kommt das alles aus Minderwertigkeitskomplexen. Durch das System werden die Menschen klein und schwach gemacht, die ganze Zeit von vornherein durch die Erziehung und das Bildungssystem unterdrückt. Und dazu auch gerade letztens einen neuen Text geschrieben, dass sich die Menschen ja, erheben sollten gegen und ihre Grenzen erkennen sollten und ihre Ehre erkennen können. Weil wenn die Menschen ihre eigene Ehre nicht erkennen und ihren Stolz nicht und ihre Würde, dann, ja, dann kriechen sie halt. Und das kann auch nicht angehen. Ja, haben wir noch Beispiele? Auf jeden Fall wird es einfach richtig schlecht, wieder furchtbar, finde ich, dargestellt, wenig Wertschätzung. Ja, werden halt als in die böse Ecke gestellt. Passive Aggressivität, es wird einfach sehr viel reingesteckt. Und ich sehe halt sehr viel Unfreiheit. Also wir sehen es bei den Kindern in der Schule, also das, was aneckt, wird einfach ausgemerzt. Und hier ging es auch um Andersdenkende, dass Andersdenkende dumm angemacht werden. Genau, gleichzeitig jedoch steigt auch die Aggression und pauschale Verurteilung Andersdenkender. Also wir haben eben nicht erhöhte Sensibilität oder auch irgendwie jetzt viel Wertschätzung, Respekt. Es ist einfach, auch Gerald Hüther, das Wort, hat ja auch ein Buch über Liebe geschrieben, Lieblosigkeit. Es ist einfach mega viel Aggressivität da und das hat irgendwie nichts mit Sensibilität zu tun. Also nicht die Sensibilität ist gestiegen, sondern die Aggressivität auf der anderen Seite. Ja, und Respektlosigkeit, Mobbing. Ich glaube, ich hatte hier auch noch was notiert zu Kränkung, ja, Verletzung, Respekt, Mobbing. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Kränkung, aber darüber wird halt tatsächlich nicht viel gesprochen, wie auch Harald. Ich mache das einmal kurz auf, kann das empfehlen. Muss das auch gleich los, ob ich das noch Lust habe zu schneiden. Naja, auf jeden Fall, die Berichterstattung ist einfach scheußlich und mein Fazit ist: Gesellschaft, wenig Wertschätzung, wenig Respekt, keine Sensibilität, Reizbarkeit erhöht durch insgesamt auch, ja, auch dass die Menschen es gewöhnt sind, ich glaube auch durch Social Media konditioniert, dumm angemacht zu werden. Also die ganze Zeit so Verteidigungshaltung, sondern auch die ganze Zeit sehr viel mit Schuld, man wird beschuldigt, irgendwie alles wird eher mit einem Schuldohr verstanden. Und der Journalismus, der füttert, finde ich, einfach nur wie Jan Böhmermann und Rute. Da ist sehr viel Respektlosigkeit und Abwertung bei den Menschen drin, die senden und im Prinzip eigentlich nur das in der Gesellschaft füttern, was die Gesellschaft selbst an Verhaltensweisen auf Social Media dann wiederum an den Tag legt, was die Kinder dann sich davon abgucken. Okay, da Reinhard Heller, die Macht der Kränkung. Sehr sympathischer, unaufgeregter, Sehr zurückhaltender, dankbar, dass Sie das jetzt auch für behandelt. sehr ruhiger, freundlicher, vorbildlicher Mensch. Also von einem wie Ihnen, finde ich, könnten sich viele halt noch eine Scheibe abschneiden. Ja, und meine Theorie ist, die Leute, die halt die Respektlosigkeiten, diese fehlende Wertschätzung nicht sehen, das sind selbst halt die Mobber in der Gesellschaft und sind selbst halt die Menschen, die respektlos und abschätzig mit anderen umgehen und dann erkennen sie das halt auch nicht. Ja, und jetzt, da haben wir es auch, hier am Anfang direkt des Artikels, hier David Precht ist ein sensibler Mann. Und dann wurde ihm vorgeworfen, dass er sich gekränkt fühlt. Aber am Ende wird halt Kränkung als Schwäche aufgefasst. Was bist du denn da beleidigt? Was bist du denn gekränkt? Also dieser Artikel zeigt auf jeden Fall schon auch, also auch mit, Sensibilität wird als was Schlechtes dargestellt. Also wie, oh, was lässt er sich kränken? Was ein Weichei. Oh. Also das finde ich auch wieder furchtbar. Also ist wieder ein Zeichen für die Gesellschaft der Härte, Überlegenheit, Macht. Studium, um über anderen zu stehen. Eitelkeit, das ist das Gegenteil von Reinhard, wie ich ihn eben zeigte, der Psychiater. Das ist das Gegenteil von ihm und auch Albert Einstein. Das sind nämlich halt zurückhaltende,
bescheidene Menschen und eben nicht so dieses überhebliche, aufgrund von irgendwas sich über andere zu stellen, andere abzuwerten. Also es ist so verbreitet, Diffamierung und eins schaffe ich noch, hier war doch irgendwas gewesen. Überwachte Gesellschaft. Irgendwo tauchte Schwurbelei auf. Schwurbelei. Also einfach so als abwertender Begriff. Ja. Na gut, ich habe das ja schon eigentlich auch hauptsächlich kritiklos losgeworden. Ja, krass. Da müsste man tatsächlich echt mal Flaßpöhle und Richard David Precht zurückfragen, ob diese beiden Personen jemanden wirklich auf Hautfarbe oder Geschlecht reduzieren würden. Das glaube ich nicht. Das wird denen einfach auch wieder reingeschoben, würde ich sagen. Aber ich finde es einfach ekelhaft, was hier alles vorgeworfen wird. Es gibt ja auch einen schwarzen Philosophen, der dem wurde Holocaustleugnung vorgeworfen und Antisemitismus. Heinrich Böll wurde Antisemitismus vorgeworfen und hier habe ich mal so ein paar Vorwürfe gesammelt. Faschisten, Nazi, Holocaustleugner, verfassungsfeindlich, Volksverhetzung, Hochverrat, rechts, neu rechts. Das ist halt alles schön und gut. Allerdings wie mit Diagnosen, ob es jetzt Schizophrenie ist oder schizoaffektive Störung, man muss halt diese Begriffe auch richtig anwenden. Also Nazi, wen bezeichnet man als Nazi? Sarah Wagenknecht? Fragezeichen. Also es ist wichtig, Begriffe auch Liebe, McDonalds, belieben es, Freund, was ist ein Freund? Ist auch wichtig, Begriffe richtig anzuwenden. Ja, ich habe den Artikel letztens nochmal wieder gesucht, aber ich habe den nicht mehr gefunden. Da ging es, hier geht es jetzt ja um Rassismus, da ging es aber um MeToo und Sexismus. Und da war dann ein Mann mit Migrationshintergrund und der hat versucht, eine Frau zu verstehen. Dann sagte halt die Frau zu ihm, du kannst das nicht verstehen. Ähnliches Prinzip mit der Betroffenheit. Und zwar haben beide Diskriminierung und irgendwie sowas erlebt, aber trotzdem die Frau was anderes als der Mann mit Migrationshintergrund. Und ich finde irgendwie die Argumentation unlogisch, aber ich kriege sie halt gerade nicht erklärt. Ich versuche sie noch weiter anzugucken. Vielleicht habe ich jetzt den logischen Schluss. Also Schwarze werden ja, denke ich mal, wenn sie jetzt in Deutschland zum Beispiel sind, nicht diskriminiert wegen ihrer Vergangenheit oder Geschichte, sondern wegen der Hautfarbe. Das heißt, zwar mag es in der Geschichte auch schon so gewesen sein, es ist schlimm, aber es spielt für die heutige Diskriminierung eigentlich keine Rolle. Also man wird ja jetzt nicht diskriminiert, weil es in der Vergangenheit schon so war, auf Grundlage dieses Wissens, sondern einfach auf der Tatsache, dass jemand anders aussieht. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, auch ein Rollstuhlfahrer sieht anders aus. Und aber das habe ich schon öfter gehört, dieses Argument, weil es in der Vergangenheit auch schon viel war. Ja, natürlich ist das ein Unterschied. Aber am Ende, das ist halt wie jetzt bei auch Feministinnen. Also sie machen sich ja auch gegenseitig an Radikalfeministen und normale Feministen. Also am Ende wäre das halt besser, wenn sich die Diskriminierten halt zusammentun. Also irgendwie, hey, du hast Diskriminierung wegen der Hautfarbe erlebt, du hast es wegen deines Namens erlebt, du hast es, weil du komisch denkst, du hast es, weil du im Rollstuhl sitzt. Und ich finde schon, dass man sich in diesem Punkt verstehen kann. Das Punkt ist ja Diskriminierung, auch wenn es auf Grundlage unterschiedlicher Merkmale ist. Und ja, da stimme ich Flaßpöhler zu. Ich finde das dann auch nervig, wenn halt so oft gesagt wird, du kannst das ja nicht verstehen. Das hast du nicht nur bei Rassismus, das hast du ja, wie eben auch gesagt, auch bei Sexismus. Und ich als psychisch Kranker könnte auch sagen, hey, du kannst das nicht verstehen. Und ja, im Dritten Reich wurden auch Schizophrene vergast. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen.
psychisch krank geworden, ja, da ermordet. Könnte ich auch kommen, du kannst gar nicht verstehen, wie das ist, wenn du so eine Psyche hast wie ich, wie das sich in dieser Gesellschaft anfühlt. Ja, diese Formulierung, die stört mich auch gerade. Ich habe da auch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Also gerade halt, es drängt sich der Verdacht auf, finde ich einfach ziemlich unpassend. Als wenn sich, also ich finde nicht, dass sich der Verdacht darauf daraus drängt, also mit meinem kritischen Verstand. Unfassbar. Also nur weil Precht sagt, dass er das Gefühl hatte, dass eine schwarze Frau sich hineinfühlen könnte, das bedeutet ja nicht, also das schließt ja nicht aus, dass Precht nicht das verstehen kann, was sie sonst erlebt oder was andere Schwarze erleben. Also für wegen jetzt mit Polizeikontrollen. Also ja, also das ist so in die Richtung, wenn man eine Sache betont, also angenommen, wenn ich sage, ich mag Pizza, heißt das ja nicht im Umschluss, dass ich was gegen Nudeln habe oder was gegen anderes Essen. Also er betont halt jetzt dieses Verständnis hier. Und dass er da halt kein Problem sieht. Genau, dass er da halt kein Problem gesehen hat, was das ineinander, was das Verständnis betrifft. Ja. Ja, da stimme ich tatsächlich auch so. Also Flassbüller stimmt mit ein, die neue Sensibilität ging mit einer Härte einher, einer ganz strengen Regulation. Das passt auch zu dem, was ich später sagen werde. Also dass im Prinzip mit Härte gegen das vorgegangen wird, was außerhalb, was gegen diese Regeln verstößt. Erinnert jetzt auch an ein Bild, gab letztens ein Bild auf Facebook von einer Schneefrau und dann sagt der eine, Sexist, dass du eine nackte Schneefrau hintust, und sagt der nächste, nein, Quote, Gleichberechtigung, es ist nicht Sexismus, dass ich eine nackte Schneefrau hingestellt habe, sondern Quote, also dass es neben Schneemännern halt auch Frauen gibt, ja, für die Quote. Und ja, da finde ich halt interessant, die beiden Perspektiven gleichzeitig. Ich habe mir das Gespräch jetzt noch nicht angeguckt, wollte erst den Text lesen, aber hier finde ich, natürlich kann man aber auch, wie offensichtlich Precht oder offensichtlich ein gewisser ehemaliger Chefredakteur dem Großraumbüro als Singlebörse hinterher trauern. Ich mag, das wirkt halt irgendwie so skandalisierend, das mag ich nicht. Also, als wenn es jetzt irgendwie skandalös wäre. Also, es spricht ja nichts dagegen, im Großraumbüro miteinander zu flirten und vielleicht freut sich, also bestimmt gibt es auch, also es wirkt jetzt irgendwie auch der böse Mann, obwohl es auch vom Mann geschrieben ist, der da irgendwie dann Frauen blöd anmacht, weil sie sich freizügiger kleiden. Man kann aber auch respektvoll und ja, würdig miteinander sprechen und natürlich ist das Aussehen kein, und die Kleidung kein Freiheitsschein. Ja. Trotzdem kann man sich bei der Arbeit ja auch kennenlernen. Gibt es bestimmt irgendwo auch Fälle, wo das passiert ist. Ja, krass. Ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Es handelt sich um eine Gesellschaft, die sich fünfmal überlegen, sage ich das, tue ich das, mache ich das. Ja, ich bin ja auch schon seit längerem im Internet unterwegs und ja. Aber das Problem ist halt gerade also dieses böswillige falsch verstehen und das wirkt halt manchmal schon, das wirkt schon oft mit Kalkül. Also wie halt einfach echt irgendwo das Negativste rausgepickt wird und auch bei Sarah Lee Heinrich, bei verschiedensten Menschen wird ja einfach nur das ja wirklich so rausgepickt. Das Negativste. Man kann ja alles halt, das Problem ist, man kann halt alles negativ und böse verstehen. Und eben nicht wohlwollend. Unfassbar, oh, das Wort Precht, als Precht, als er von einer Öffentlichkeit faselt, also das finde ich auch entwürdigend. Ja, die abweichendes Verhalten sehr stark stigmatisiert, stimme ich zu, also das passt auch zu später noch. Hier will ich Richard David Precht auf jeden Fall jetzt widersprechen, also wenn es da wirklich auch dann so sagt,
Ich finde es okay, Verletzlichkeit zu zeigen. Ich finde es auch gut, dass Verletzlichkeit insgesamt legitim ist. Also das Problem ist, was ich halt sehe, ich finde die Menschen, also ich finde, es geht halt weniger um Verletzlichkeit tatsächlich heute und Verletzlichkeit zeigen, sondern eher um Härte und andere blöd anmachen. Also es geht eher darum, andere zu verletzen, als Verletzlichkeit zu zeigen. Also ich sehe halt eigentlich wenig Verletzlichkeit in der Gesellschaft und eher halt Aggression und Empörung, aber das ist zu später mehr. Ja, also vielleicht, ich glaube schon, dass Brecht auch etwas an Empathie fehlt. Also ich, das mit der mit Frau und Feminismus, Transfrau und so weiter habe ich auch viel mich mit beschäftigt. Und so wie ich Brecht halt auch so kenne aus der Wahrnehmung, ist halt auch irgendwie etwas sehr, dass er ist das Gegenteil von Einstein und Gegenteil von Reinhard Haller, dem Psychiater. Also nicht so bescheiden und eher so schon hart und ja doch, vielleicht dann konservativ männlich. Oh Mann, das ist auch irgendwie komisch. Erinnert mich ans Jobcenter. Erinnert mich echt ans Jobcenter. Michael David Brecht kritisiert dann die Medien. Gnadenloser Wettkampf um Aufmerksamkeit, also dass die Medien sich anpassen an mit ihrer Qualität nach unten gehen. Das heißt, er kritisiert die Medien und dann kommt ihm entgegen, ja, die Medien, also dank denen er überhaupt jetzt eine Bühne hat. Das ist so, wie wenn ich das System kritisiere beim Jobcenter und die Frau unterschwellig die ganze Zeit versucht, aber du kriegst doch hier vom Staat Geld, sei doch dankbar. Ja. Zwangsläufig, aber es wird halt nicht gesehen, was ich bei den Arbeitsbedingungen erlebt habe und die herrschende Respektlosigkeit, die fehlende Wertschätzung, also das wird halt nicht gesehen. Ja. Und es geht ja auch gleichzeitig, also es ist ja kein Widerspruch, die Medien an einem Punkt zu kritisieren und dann halt, dass es auch was Gutes gibt auf der anderen Seite. Ist der Staat, finde ich, auch schuldig, Geld zu zahlen, weil man ja auch keine andere Möglichkeit hat, sonst zu überleben. Man ist ja sonst gezwungen. Also es ist ja sonst alles vergeben. Das ganze Land ist aufgeteilt. Du bist ja gezwungen, die Regeln hier mitzuspielen. Ah ja, eigentlich nicht. Das ist ja immer die Frage, den Zwang zu hinterfragen. Ja, und hier wird jetzt Richard David Brecht auf das Wort Krieg festgenagelt. Also wenn man sieht, wie sich an einzelnen Wörtern aufgerieben wird, dann ist es kein Wunder, dass die Leute auch Angst haben, irgendwie noch ihre Meinung zu sagen. Also wenn halt wirklich gefühlt wie im Krieg, also gefühlt wie im Krieg vielleicht, Maske tragen auch in der Stufe mit Bomben. Ja, wahrscheinlich ist er da einfach auch emotional, also das müsste man halt auch irgendwie immer noch trennen. Also ich finde einfach diesen Schreibstil einfach komplett widerlich und ich finde die Frankfurter Rundschau und die meisten anderen Medienhäuser sollten sich wirklich schämen für das, was sie eigentlich in die Öffentlichkeit reinstreuen. Widerlich. Das Thema Rassismus ist insgesamt einfach mega schwer zu behandeln, wie auch Corona, weil einfach das alles so aufgeheizt ist. Und, aber hier weiterhin zufrieden damit sind. Aber so, wozu? Solange Weiße weiterhin zufrieden damit sind, also da wird irgendwie auch wieder was reingesteckt. Also als Zufriedenheit, als wenn sie, als das Gegenteil unzufrieden wären, wenn sie mit Schwarzen persönlich sprechen würden. Der ganze Artikel war, finde ich, furchtbar. Ja, das ist mir wirklich wichtig. Ich halte diese Gesellschaft zu großen Teilen eben nicht für sensibel und auch nicht für empfindsam. Also dieses Thema sensibilisieren wir uns zu Tode und sind die Menschen zu reizbar, zu verletzlich. Ich finde, die Menschen sind eben eher kalt abgebrüht, tragen eine Maske der Coolness, Härte, Überlegenheit und stoßen sich dann auf die Fehler und Schwächen anderer. Und die Gesellschaft ist eben halt nicht gefühlvoll, finde ich, sensibel. Hat wirklich was mit Gefühl zu tun. Also Sensibilität, Empfinden, Fühlen. Stattdessen, finde ich, sehen wir halt, finde ich, also eher mehr
Rationalität. Also klar, jetzt bei Corona wird oft gesagt, die Menschen sind emotional, aber viel ist es, ich finde, es geht aber mehr, es ist trotzdem, finde ich, mehr alles rational und auch durch das Studium, diese ganzen Wissenschaft, also dass es da mehr um Logik geht und Kälte als um Fühlen und genau, einmal das. Und wenn es jetzt um Political Correctness geht und diese vermeintliche Sensibilität, dann ist es, finde ich, halt auch eher so, auch wieder eigentlich nur rational. Wie wenn jetzt jemand einen Rechtschreibfehler macht, dann wird sich drauf gestürzt. Wenn jemand ein falsches Wort benutzt, wird sich auch drauf gestürzt. Es geht da weniger um Gefühl, eher um sowas Gelerntes. Ah, okay, die Querdenker ist böse. Also, das ist nicht wirklich Gefühl. Man hat bloß diese Wörter halt so verknüpft. Querdenker ist böse. Es ist ein Hassobjekt. So, das ist aber eigentlich sowas Gelerntes, wie auf der Beerdigung darf man nicht lachen. Das ist halt auch irgendwie so auswendig gelernte Gefühle, konditionierte Gefühle, die erregt werden, worauf man konditioniert wurde, dass man halt das bei solchen Wörtern oder bei solchen Anlässen fühlt. Aber richtige, subjektive, ehrliche Gefühle, also wenn Armin Laschet da irgendwo im Hochwassergebiet lacht, dann wird sich halt drauf gestürzt. Einfach weil er ein Gefühl hat, was nicht oder was äußert, was da nicht erwartet wird. Und ja, jeder fühlt halt auch anders und irgendwie ergibt da auf jeden Fall. Furchtbar. So, mittlerweile ist es dunkel geworden, aber ich wollte noch was nachträglich hinterher schieben zum Thema auswendig gelernte Gefühle oder erlernte Gefühle. Also im Prinzip, dass man zum Beispiel gelernt hat, wenn jemand stirbt, muss man traurig sein oder wenn auf einer Beerdigung darf man nicht lachen. Und dabei kommt es ja ganz darauf an, was einem halt ein Mensch bedeutet hat. Und man kann auch auf einer Beerdigung irgendwie einen Witz bekommen und dann auch lachen, auch ja, wenn es komisch rüberkommt. Aber das hat ja dann auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass man jetzt den Tod feiert. Also da muss man auch wirklich viel differenzieren. Also vorhin hatte ich ja angesprochen, auswendig gelernte Gefühle, von wegen Sensibilität. Also dass ich insgesamt statt Gefühlen halt eher auswendig gelernte Muster sehe. Auswendig gelernt, rational, wann hat man sich wie zu verhalten, wann hat man wie zu lachen, lächeln aufsetzen, auch wenn einem nicht nach Lächeln ist und so weiter. Und das, was mich halt stört, dass stattdessen dann auf Leuten rumgehackt wird, die dann ein Gefühl zeigen, was nicht der Erwartung, der gängigen Erwartung entspricht. Zum Beispiel könnte man auch jetzt, ich habe vorhin noch das Beispiel gehabt, Strand. Also das vielleicht die Erwartung ist, dass man bei Strand an Freude hat, aber dass halt auch nicht jeder Bock auf Strand hat und dass manche vielleicht ja bei anderen Dingen halt das Gefühl Freude mehr haben. Und das meine ich halt auch. Was mich da insgesamt halt stört, ist dann der Umgang halt mit abweichendem Verhalten. Und Gefühle ist halt auch ein abweichendes Verhalten. Ja, neurodiverses, könnte man sagen. Also was halt nicht gegen dem normalen, nicht im normalen Rahmen ist. Also statt Gefühl erlebe ich halt eher sehr viel Rationalität, dass die Menschen halt sehr gefasst sind und sehr darauf achten, eben keine Gefühle zu zeigen, nicht leidenschaftlich zu sein, eher sehr viel Sachlichkeit, was ja auch natürlich auch gut ist, aber trotzdem sind wir halt, finde ich, keine Computer, keine kalten Maschinen. Leider wird für das Jobcenter, für den Staat und für die Arbeit wird der Mensch hier so gemacht. Aber trotzdem meine ich, ist der Mensch halt eher tierfühlend als, finde ich, computerrechnend. Und das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Das Rechnen ist halt das Kalte. Ja, und ich hatte ja vorhin Minderwertigkeitskomplexe angesprochen. Das wurde auch letztens in der Philosophie-Chat-Gruppe angesprochen. Würde ich halt auch sehen. Also, dass die Leute ihren Wert halt nicht kennen, ihre Grenzen nicht kennen und dann alles mit sich machen lassen, bei der Arbeit sich ausbeuten lassen, sich beleidigen lassen, unterdrücken lassen. Das hat viel mit Selbstwertschätzung zu tun, dass man sich selbst schätzt, seine Würde und seine Ehre erkennt und guckt, was habe ich eigentlich für eine Behandlung verdient. Und ich habe das Gefühl, bei vielen ist es halt sehr niedrig. Ach, was, ja, da stehe ich drüber und oh ja, dann werde ich halt so behandelt und dann werde ich halt vom Chef angeschrien. Ja, schlucken, schlucken, schlucken. Ja, und wo kommt das her? Viel halt durch Erziehung und System. Also das ganze Zeit, ja, Menschen werden halt, es wird, ja, es geht halt auch nicht um den eigenen Willen. Ja, du sollst, und die äußeren Erwartungen zu erfüllen. Aber
die Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. Ja, und es wird dann auch den Einzelnen abtrainiert, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und das eigene Gespür. Ja, und eigentlich sieht man überall nur Streit um Selbstwert. Also andere niedermachen, sich erhöhen, dann irgendwie Kompensation durch Wissen, durch Macht, Studium, irgendwie, dass man dann irgendwie was hat, dass man mehr ist als andere. Ja, das hat auch sehr viel mit dem Selbstwert zu tun, meiner Meinung nach. Ja, ich finde Albert Einstein hauptsächlich für seinen Charakter vorbildlich tatsächlich. Einfach diese wertschätzende Art. Es gibt auf YouTube einen Beitrag von ihm, wo er was zum Radio sagt, zur Erfindung des Radios und gedenkt verschiedener Menschen, die im Prinzip an der Erfindung des Radios mit beteiligt waren. Also, dass man sich halt daran erinnert, und das finde ich sehr sympathisch. Also die wertschätzende Art, wie auch der Psychiater, den ich vorhin gezeigt hatte, ich glaube Reinhard Haller war das. Ja, und jetzt bin ich gerade im Wald und wollte noch mal meine Theorie erklären. Ich bin halt der Meinung, die Reizbarkeit ist nicht durch erhöhte Sensibilität gegeben, sondern ich sehe tatsächlich hauptverantwortlich die Beschleunigung. Die Beschleunigung als Hauptursache. Aus der Beschleunigung, dass halt alles schnell ist, alles sich schnell wandelt. Auch bei der Arbeit halt sich sehr viel schnell verändert. Austauschbarkeit von Arbeitern, Austauschbarkeit von Beziehungspartnern, Austauschbarkeit von Produkten. Da ist halt wenig Treue zu den Menschen, zu den Produkten. Wenig Wertschätzung, wenn das nicht funktioniert, wird es weggeschmissen. Und einmal diese Haltung zu Menschen und zu Dingen, also keine wertschätzende Haltung halt zu den Menschen und Dingen an sich, ist halt gegeben. Und zusätzlich bringt die Beschleunigung aber halt auch diese Hetze mit, diese Oberflächlichkeit. Und dass gar keine Zeit ist, richtig einen Text zu lesen. Und es wird dann auch in WhatsApp halt direkt losreagiert und zwischen Tür und Angel wird gechattet. Und einfach so diese Schnelligkeit, die steht ja auch dann tiefer gehender Beschäftigung im Weg. Also dass man halt mehr über eine Sache nachdenkt, und es ist halt einmal gelesen. Und da ist ein Film weggeguckt, da kommt der nächste Film, da kommt schon die nächste Netflix-Serie. Es wirkt halt so irgendwie zack, alles rein. Aber wo ist da Zeit, noch über Sachen nachzudenken? Und vor allem über sich selbst. Erkenne dich selbst, was sind die eigenen Grenzen und den eigenen Wert auch vor allem zu erkennen. Das würde ich halt vielen Menschen empfehlen. Dann, wie man sich behandeln lässt, Bedürfnisse. Und sich von dem zu lösen, was einem durch Erziehung und System rein manipuliert wurde, was man zu ertragen hat. Und und insgesamt die ganze Hektik-Hetze steht hier auch der ganzen Beziehungskultur generell im Weg. Weil ich bin der Meinung, Beziehungen halten heute weniger wegen Egoismus, sondern wegen fehlender Tiefe. Und für tiefe Verbindung muss erstmal eine Verbundenheit zu sich selbst her, zu dem, wer man selbst ist, gefestigt in sich sein, muss man sein, genau, und auch zu Gefühl, also keine Abspaltung auch die Schattenseiten akzeptieren, Selbstannahme. Ich glaube halt auch an die Spiegeltheorie, also dass man sich halt selbst vertrauen muss, Selbstbewusstsein haben muss, sich bewusst über sich selbst sein muss, sich kennen muss und sich selbst vertrauen muss auf seine eigenen Fähigkeiten, um halt anderen auch vertrauen zu können und andere selbst, sich selbst kennen, andere dann auch, man muss sich selbst kennen, um andere kennenzulernen. Und da gibt es halt sehr viel, was halt überhaupt den Beziehungen generell auch im Wege steht. Und ich bin der Meinung, alles dreht sich um Beziehungen, wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht, und da ist eigentlich einfach Wertschätzung. Mehr Wertschätzung wäre sehr gut. Ja, gut, Selbstwertprobleme, Minderwertigkeitskomplexe, die dann irgendwo sich darin äußern, dass andere niedergemacht werden und dass alles halt irgendwie ein Kampf ist. Also Gespräche halt oft auch ein Kampf, dass sich Leute beschuldigt fühlen und dann, als wenn Gespräche, das wirken oft Gespräche halt für mich, als wenn es um Kampf geht, wer besser ist, wer schlechter ist,
wie halt im Kapitalismus, alle gegen alle, als wenn halt auch es im Streitgespräch gegeneinander geht. Und ja, dieses Feinddenken, das kommt wahrscheinlich auch vom System natürlich her. Der Mitmensch als Gegner, alle gegen alle. Der Mitmensch, der einem den Arbeitsplatz wegnimmt, der Konkurrent. Okay, das ist natürlich unpraktisch. Aber ich bin der Meinung, dass nicht nur Komplexe mit sich selbst, also irgendwie jetzt Selbstwertprobleme im Prinzip, das Mobbing und die Respektlosigkeit das ist nicht das Einzige. Also ich persönlich würde mich schon eigentlich für ziemlich gesund selbstbewusst halten. Trotzdem würde ich sagen, aus eigener Beobachtung, was halt auch noch wichtig ist, ist die eigenen Verletzungen halt zu reflektieren. Weil man kann sonst noch was von sich halten und sich gut finden. Aber wenn man halt dann trotzdem ungerecht behandelt wird und dann auf die Idee kommt, okay, das, was ich an Gewalt erlebt habe, das möchte ich jetzt weitergeben, ich möchte Rache üben. Und ich habe Schmerz erlebt durch vielleicht Beziehungsenden oder durch andere. Und ich sage jetzt, okay, andere sollen es auch haben und ich kann anderen kein Glück gönnen, dann bringt das alles, was man mit sich selbst nimmt, dann bringt das halt auch nichts. Und es ist auf jeden Fall wichtig, halt die Gewaltspirale würde ich zu unterbrechen. Gewalt auch durch den Staat, also durch Schulzwang, dass man irgendwie was lernen muss, was man nicht möchte, dass man sich ignoriert fühlt in seinen Bedürfnissen, in der Erziehung und auch vom Staat. Ich denke ans Jobcenter. Und oder auch wie man von anderen Menschen behandelt wurde, dass man halt das unterbricht und nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, sondern sagt, nein, ich möchte mich nicht auf das Niveau herablassen. Die Svenja Flasspöhler hat mir heute Morgen eine E-Mail geschrieben, das fand ich sehr sympathisch, zwar etwas kurz, aber überhaupt, dass sie sich persönlich Zeit genommen hat, mir zu antworten. Ich hatte nämlich sie gefragt, was denn eigentlich ihre eigene Sensibilität sagt, ihre eigene Wahrnehmung, wie über sie jetzt geschrieben wurde. Nach dem Gespräch bei Brecht und so weiter. Und sie hatte Michelle Obama zitiert: When they go low, also wenn die anderen runtergehen mit dem Niveau, geh hoch. Also, und das ist ja insgesamt sowas. Also, dass sich die Journalisten und irgendwie auch auf YouTube die Leute an das Niveau anpassen und irgendwie an diesen so einen einfachen Stil, auch respektlosen Stil, einfach weil es gut ankommt und irgendwie erregt. Ich finde, das ist halt irgendwie auch verantwortungslos, sich da halt anzupassen an das, was die Leute hören wollen. Also wenn die Leute ein niedriges Niveau haben wollen, dass man sich daran anpasst. Ich fände es tatsächlich auch wirklich begrüßenswert, wenn wir versuchen, das Niveau zu erhöhen und den Menschen mehr zutrauen, auch freier zutrauen, anstatt die ganze Zeit immer noch weiter nach unten zu gehen. Das hat Svenja Flasspöhler auch so ähnlich beim philosophischen Stammtisch mal gesagt bei SRF Kultur, dass sie es auch nicht gut finde, dass ich halt immer wieder mehr eingeengt wird, auch mit Verboten. Also Gewalt und Verletzung hilft nicht nur Selbstbewusstsein und ein Selbstbild, wo man sich selbst halt annimmt, sondern es ist auch notwendig, Kränkungen und alles, was von außen an Verletzungen reinkommt, zu reflektieren und um halt nicht sich das, um halt, weil wenn man das halt wieder weitergibt, dann setzt sich das halt wieder fort. Ich wurde schlecht behandelt, ich wurde vom System, vom Jobcenter, vom Staat scheiße behandelt. Wirklich halt auch versuchen halt, nicht auf dieselbe Bahn zu kommen und irgendwie dann, weil ansonsten, man kriegt von da einer rein, dann gibt man es weiter, ansonsten kann es ja endlos so weitergehen. Also wenn man halt die ganze Zeit Verletzungen weitergibt. Ja, noch zum Thema Gewaltspirale unterbrechen oder Verletzungsspirale. Man wird verletzt, dann wird anders rückverletzen, würde ich einfach empfehlen, einfach auch wenn man beleidigt wird, halt nicht zurück zu beleidigen, zum Beispiel ganz einfach, zum Beispiel auf Social Media auch. Und dann als zweites fällt mir noch auf, anstatt andere niederzumachen und abzuwerten, sollte man halt andere stärken, halt ermutigen, auch ihre eigene, die eigene Meinung halt zu sagen, für die eigenen Grenzen einzustehen und halt auch gerade an wenn ich an Beziehungen denke, oft habe ich das jetzt auch gesehen, dass sich in Beziehungen halt die Partner gegenseitig niedermachen oder die ganze Zeit kämpfen, wer weiß es besser, und sich gegenseitig beschuldigen.
hast du das gemacht? Ich habe doch gesagt, du sollst das nicht machen. Ich habe letztens bei Lidl auch ein Beispiel an der Kasse, da hat die Frau den Mann angemacht. Du warst schon einkaufen? Wieso hast du das denn nicht gesagt? Also, ja, etwas in dieser Ton. Ja, wohlwollendes, wertschätzendes Miteinander, da müssten wir hin.